MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute und herzlich willkommen, mein Name ist Mikke The Gaming, das heißt wieder spielt mit mir und lasst für euch spielen, denn heute darf ich euch ein Tutorial zeigen, wie man die S-Bahn in Gladbeck Version 6 spawnen tut. Ja, ich weiß, ich habe hier zwei wunderschöne Schönheitspickel, braucht ihr mir nicht sagen, aber keine Angst, ich werde sie nicht gegen die Kamera ausspritzen. Und zwar, ihr seid ganz normal, ihr startet euer Omsi, dann wählt ihr oben rechts eure Gladbeck-Map aus. Habt ihr dies getan? Ist es ganz einfach. Ihr macht einfach, wenn ihr natürlich nach dem aktuellen Datum an alles spawnen wollt, alles auf reales Datum, reale Uhrzeit, reales Jahr. Und wichtig, diese Karte ohne Busse laden. Achtung, ihr könnt in den Optionen auf Grafik eure Anzahl der Nebenkacheln einstellen und diese auf 3 stellen. Habt ihr dies getan, wird ihr zu 100%, wenn ihr alles so macht, wie ich das mache, keine Fehler machen. Bevor wir da im Nachhinein sagen, hä, du hast uns da was falsch erklärt, da kommen Fehler. Wir gehen auf Start und spawnen uns nach HAS Bahnhof S9. Das bedeutet ausgesprochen Haltern am See Bahnhof S9. So, wir lassen das kurz alles durchladen, spawnen uns und sehen erstmal, naja, nicht viel außer was Grünes und einen schnellen Regionalexpress, der hier lang flitzt. Aber okay. Wir wählen jetzt unsere S-Bahn aus, deswegen gehen wir hier auf Fahrzeuge, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Geht auf Hersteller, dort steht S-Bahn und dann wählt ihr die BR426 mit den Aussehen der Deutschen Bahn Gladbeck, Betriebshof Gladbeck, gehen auf OK und gehen auf Spawn bei HAS Bahnhof S9. Wir spawnen uns und wie ihr seht, spawnen wir hier im wunderschönen Grün. Dort kommt uns schon der Gegen-KI-Zug. Ja, der kann jetzt durch uns fahren. Der spawnt sich jetzt aber anscheinend, glaube ich, gleich weg. Ja, seht ihr? Der spawnt sich weg, das heißt, wir sind passend gekommen. Wir können jetzt einiges machen in dieser S-Bahn-Version. Wie ihr seht, habe ich eins der im Moment noch aktuellsten S-Bahn-Versionen. Und zwar können wir bald ab der nächsten Version die Matrix schildern. Das Licht wird funktionieren, die Scheibenwischer werden funktionieren. Regentropfen sind anscheinend auch schon animiert. Die Türen gehen schon auf. Und soweit ich weiß, ist soweit dann alles fertig. Ja, wir können in unseren Zug reingehen. Wir sehen hier einen Kombihebel, den wir benutzen können. Mit WASD, beziehungsweise ich mache das Ganze mit meinen Fußpedalen, das funktioniert auch, das heißt, wir können ganz langsam vorgehen, wir können ja mal vorfahren bis zum Bahnhof und wie wir hören, hören wir nicht schlecht, denn wir sehen zum Beispiel, ich bin jetzt gerade vom Gas runtergegangen, die Drehnadel bleibt oder geht dementsprechend auch runter und sie geht auch mit. Wie wir sehen, haben wir hier auf der linken Seite ein Ibis-Gerät. Das Ibis-Gerät funktioniert, meine Damen und Herren. Wenn wir hier in Haltern am See im Bahnhof reinfahren, beziehungsweise in allen Bahnhöfen, bitte aufpassen. Ihr müsst bis zu diesem H-Symbol vorfahren. Tut ihr dies nicht, steigen die Leute nicht ein. Wundert euch nicht, wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist mein Hase, ich habe mir einen Hasen gekauft. So, hier halten wir und wir sehen auch hier zum Beispiel schon eins der besten Sachen, nämlich hier steht eine Gedenkstätte zu den Todesopfern, die bei dem Flug 4U9525 abgestürzt sind. Da kamen 16 Schüler aus Haltern am See. Das Ibis, das funktioniert einwandfrei. Es muss hier was, also hier wird auch noch natürlich was gemacht. Und zwar müssen wir Linie auswählen, 00900, Eingabetaste, Route 01 nach Essen Hauptbahnhof, beziehungsweise Haltern am See, Route 02. So, jetzt hätten wir eigentlich nur vorne geschildert. Wie ihr seht, wollen die auch einsteigen. Wir machen jetzt nämlich noch was anderes. Wir gehen jetzt nach hinten und schildern hier, damit auch hier hinten das gleiche angezeigt wird. Linie 00900, Route 01. Eingabetaste, Essen, Hauptbahnhof. Jetzt sind wir natürlich hier. Wie wir die Führerstand-Cockpit-Sitzung ändern, mit den Pfeiltasten
schwingen wir uns hier einmal durch und sind auch schon wieder vorne bei uns in den alten Cockpit. Das war's soweit mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Habt ihr sonstige Fragen, Anregungen oder Wünsche, schreibt es doch in den Kommentaren. Wir sehen uns, das war's. Mein Name ist